Ja, flieg du nur. Ich fliege auch bald. Hoffe ich. Sind halt einfach nur noch zwei Quests. Also eigentlich drei Quests. Haben wir das Gebiet abschließen. Zwei normale Quests und eine, die ich hier so finden muss. Und da ist einmal was zum Spähen. Das mache ich immer schnell. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich hier gerade komplett falsch bin, ne? Ja, ich glaube, ich hätte einfach da runter gemusst. Ja. Ah, Mist. Dass man hier aber auch einfach nicht runterkommt. Okay, ich habe Mist gebaut, warte. Hier oben kann ich es auch nicht finden, glaube ich. Oder? Ich glaube, hier oben. Ja, da ist eine Kante. Da ist eine Kante. Es kann auch sein, dass wir richtig gewesen sind. Ich will es nicht abstreiten. Da oder hier, das wird sich jetzt gleich zeigen. Ich kann mir mal halt vorstellen, dass es genau da an der Ecke ist. Okay, wir kommen dem Ganzen näher. 176. Da oben. Wie kommt man da verdammt noch mal drauf? Also ich habe gesehen, wo sie ist. Ah, ich glaube, ich weiß es. Okay. Wir haben's. So, dann fehlen nur noch drei. Das durch Quests. Gut.
dann können wir uns jetzt komplett erstmal wieder um die Hauptstory kümmern, bis wir wieder eine blaue Quest finden. Wenn es neue blaue Quests gibt, dann gehören sie uns. Ich würde halt eigentlich gerne einmal dieses komplette Gebiet beenden. Aber ich glaube, das endet halt wieder mit einem riesigen Kracher. Was dann eine halbe Ewigkeit dauert, bis wir es beendet haben. Das ist halt meine Befürchtung. So. Jetzt sind wir auch gleich wieder bei diesem Agrar-Ding. Irrtomate. Ja, da hinten. Hi. Das ist sie doch, oder? Marials Agrarbotanik. Bei meiner Möhre sind das viele Pflanzen und alle essbar, richtig? Sie sehen blattgenau so aus wie in meinen Büchern auf dem Mond. Nur sind die Früchte hier weniger farbig und nicht ganz so kreisrund. Und vielleicht weniger glänzend? Aber probieren geht über Studieren. Probieren werde ich sie alle. Oh, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Wenn ich mir nur vorstelle, an diese köstlichen Kreationen zu mümmeln. Aber Moment, man muss erst um Erlaubnis fragen, richtig? Das habe ich auch in einem Buch gelesen. Wer von den Feldfrüchten nascht, wird in den Eintopf gesteckt. Ein sehr rabiates Vorgehen, wenn du mich fragst. Stellst du mich den Agrarbotanikern vor? Bitte. Und fragst sie vielleicht gleich um Erlaubnis, ob ich an ihren Köstlichkeiten knabbern darf, ohne in den Kochtopf getunkt zu werden. Achso, ich wollte gerade sagen, was für Wetter umgeschwungen. Ja. Leider wollen wir die Traubenreben begutachten. Da hinten sind die Traubenreben. Oh, die kleinen Kügelchen kenne ich doch. Das sind Trauben, nicht wahr? Wie rund und bunt sie sind. Viel schöner als die Bilder in meinen Lehrbüchern. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Nach welcher Art von Karotte wirst du wohl schmecken, kleine Traube? Nach Traube. Nicht nach. Naja. Aber auch vor. Wie überhalb Knobbelkarotten. Was? Ja, und etwas herb im Nachgeschmack, würde ich sagen. Woher kommt das nur? Von der Schale vielleicht? Das schien mir weitaus saurer zu sein als das Fruchtfleisch. Das bedarf weiterer Studien. Definitiv die Fahle. Fahle. Oh, Kopftyp. Sag, wie pfeffst du zu Trauben? Wie stehst du zu Trauben? Eine Skala von 1,15. Eine 11. Es geht nicht über frische Trauben, direkt von der Rebe. Ja. Ich liebe Weintrauben. Ah. Wo
wusste ich es doch. Ich hab's mir gleich gedacht, dass du auch ganz verrückt nach dieser exquisit säuerlichen Süße bist. Man schnabuliert sie in einem Haps und hat den ganzen Mund voller Frucht und Saft. Eine wahre Explosion mannigfalter Aromen. Danke dir für deine ehrliche Meinung und werde sie in meiner eigenen Kuronilik berücksichtigen. Jetzt würde ich mich aber gerne den Bäumen gleich nehmen und zuwenden. Wir sind schließlich noch lange nicht fertig. Apfel. Oh. Ich glaube, der redet jetzt einfach nur die ganze Zeit über die... Ja. Ah ne, das sind Orangen und keine Äpfel. Okay, sorry. Ich dachte, das wären Äpfel. Ist aber aus der Ferne auch schwierig zu erkennen. Jetzt mümmelt er da wieder. Ja. 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 Orangen sind köstlich, ne? Ich wollte gerade darüber springen, aber das funktioniert ja nicht. Nicht so ganz zumindest. Nee, ich glaube, es ist eklig. Ja, mich interessieren aber deine Kochdinger da nicht, ne? Wow. Zitronenbäume. Okay, jetzt sind die Zitronenbäume dran. Ja. Huch. Ihr beiden, na, wie lief die Verkostung? Ja, lief ganz gut. Ja, soweit. Wir haben von der ganzen Sache ein bisschen was probiert. Okay, jetzt muss ich wieder lesen. Das. Oh Gott. Das ist das Allerköstlichste, was meine Zunge jemals schmecken durfte. Weicher als eine frisch gebürstete Blume, zarter als der schönste Traum. Ich kann es kaum fassen. Habe ich mich geirrt? Ist die Zitrone nun doch die unangefochtene Herrscher des Hains? Die süße Milde tanzt in perfekter Harmonie mit dem erfrischenden Hauch in Säure, die überhaupt gar nicht so bissig ist wie vorhin noch. Nein, jetzt ist sie beinahe sanft. Na, siehst du? Na, siehst du mal. Zitronen sind gar nicht grässlich, wenn man weiß, wie man sie einzusetzen hat. Entfalten sie ein ganz wunderbares Aroma und bereichern eine ganze Reihe von Gerichten, von süß bis herb. Und derlei Zutaten gibt es viele. Bei nicht allen geht es nur um den Geschmack. Einige verbergen beispielsweise heilende Kräfte, die man ihnen mit den richtigen Küchenkniffen entlocken kann. Andere wachsen selbst in den wichtigsten Umständen und bieten Nahrung, wo sonst keiner zu finden ist. Deswegen schmerzt es auch so sehr, dass wir viele dieser wunderbaren Pflanzen zurücklassen werden müssen. Sie würden einfach nicht alle Platz finden, hoch oben auf dem Mond. Dem Rat fällt nun die Aufgabe zu, diese undenkbare Entscheidung zu treffen, was wird gerettet und was wird unwiederbringlich verloren gehen. Dieser eiserne Wille, alles zu beschützen, was euch wichtig ist. Ich glaube, ich verstehe jetzt weitaus besser, was Heidelin mit dem Feuer des Lebens meinte. Nun, Heidelin, ihr schuf uns mit dem Wissen des Urvolks als Grundlage, nicht wahr? Und das Urvolk wusste viel über das Leben. Nicht nur, wie es entsteht und sich entwickelt, sondern auch, welches Schicksal eines jeden Stern früher oder später ereilen wird.
Sobald eine Lebensform über das bloße Überleben hinauswächst, gelangt sie früher oder später an einen Punkt, an dem sie nach einer Art Paradies zu streben beginnt. Harmonie und perfekte Glückseligkeit und ohne Schmerz, Verzweiflung und anderlei unschöne Dinge eben. Und das ist der karotte Kern, sozusagen. Lass mich erläutern. Stellt euch perfekte Glückseligkeit wie die perfekte Möhre vor. Sie macht satt, hält sie gesund, schmeckt ganz köstlich und wird von jedermann geliebt. Das Streben nach dieser perfekten Möhre wird von Zivilisationen im ganzen Universum meist Fortschritt genannt. Man tut alles, um diesem Ideal näher zu kommen. Manchmal mit erfreulichen Konsequenzen, manchmal mit reichlich grausigen. Und immer besiegelt dieses Streben letztendlich den Untergang. Und warum? Weil es die perfekte Möhre schlicht und einfach nicht gibt und jeglicher Versuch, sie dennoch zu erreichen, deswegen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Die einzige Alternative ist also die Akzeptanz, dass das Glück niemals absolut sein wird. Man muss das Leben nehmen, wie es ist, mit all seinen Facetten und einfach das Beste daraus machen. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn dir das Leben eine garstige Zitrone in die Hand drückt, dann geh damit ein Törtchen backen. Und das habt ihr ja durchaus schon perfektioniert. Wovon bei Taliaks unerschöpflicher Weisheit redest du denn da? Oh, ich hätte mich vielleicht vorstellen sollen. Mein Name ist Cooking Way und ich bin ein Loporit vom Mond. Gekommen, um den Bewohnern von Eteris zur Hand zu gehen, das erklärt es vielleicht. Es würde mich freuen, wenn du selbst auf den Mond kämst und dich durch meine Karotten knabbern könntest. So wie ich gerade deine Feldfrüchte gekostet habe. Auch wenn mich nun umso mehr das Gefühl beschleicht, noch wirklich viel über euch und eure Kulinarik lernen zu müssen. Selbst wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber eines kann ich versprechen. Wir werden alles dafür tun, so viele der einzigartigen Spezies von Eteris zu bewahren, wie wir nur können. Danke, dass du das sagst, Cooking Way. Und ich bete dafür, dass es auch gelingt. Wir sollten zu Orion-Jee und den anderen zurückkehren. Es bricht mir das Herz, mich schon von diesem wunderbaren Ort verabschieden zu müssen. Aber spätestens jetzt ist mir mehr als deutlich geworden, dass wir keinerlei Zeit zu verplappern haben. Ich darf wieder was abgeben. Muss aber mein Handy anstecken. Da habe ich gleich nämlich kein Akku mehr. Oh, wir kommen so gut voran, ey. Halt auch mit dem Level. Jetzt bereue ich gerade tatsächlich, dass ich nebenbei nicht noch den Tänzer gemacht habe. Die letzten Level damit zu füllen. Zumindest ein Level könnte ich damit bestimmt füllen. Bis Max. Naja. Krieg ich auch so hin. Dass sie nichts dagegen haben, dass man hier mit so einem Reittier rein oder rausreitet. Ich danke dir, dass du mit Mirials Agrarbotanik gezeigt hast. Es war ein kurzer Besuch, viel zu kurz für meinen erlesenen Geschmack, aber dennoch ein unvergesslicher. Aber eine Sache wollte ich dir noch fragen, eine ganz persönliche. Wie ist die Kulinarik in anderen Flecken von Eteris? Gibt es irgendwo etwas, das noch köstlicher ist als ein Zitronentörtchen ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Deswegen muss ich mich auf deine Expertise verlassen. Absolut Hochgenuss. Im Fernosten gibt es so viele Köstlichkeiten. Ja, Fernosten.
Ich wusste, dass du sofort deine Antwort parat haben würdest. Und ich weiß auch, dass ich dort nicht hingehen sollte. Sonst mache ich noch mehr Versprechen. Und denke plötzlich nur noch daran, was wir den blauen Stern nicht einfach hinter uns lassen. Dass wir den blauen Stern nicht einfach hinter uns lassen können. Aber Heidelin hat uns beauftragt, die Flucht anzutreten, wenn das Ende der Welt kommt. Ich schätze, es führt keinen Weg daran vorbei, oder? Na, wie man es nimmt, ne? Juhu, wir kriegen Schuhe. Ah, da seid ihr beide wieder. Und euer Ausflug scheint sehr aufschlussreich gewesen zu sein, wenn ich mir Cooking Away so ansehe. Wir haben unseren Rundgang unterdessen ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Und dabei sogar noch zahlreiche meteorologische Schriften erhalten. Zwar ist der Wissensdurst unserer Freunde vom Mond damit längst nicht gestillt, aber wir dürften unser eigentliches Ziel nicht aus den Augen lassen. So sollten wir einstweilen nach Klein Schalayan zurückkehren. Sicherlich kann das breite Wissen der Lopurit dort viel Gutes tun. Naja, wir kriegen Schuhe, wenn wir jetzt den Auftrag von ihm machen. Ah, wie gesagt, Schalayan zieht sich halt extrem. Ich habe sie gesehen, mit meinen eigenen Kulleraugen. Bilder von den vielen Landschaften, die es hier auf Eteris gibt, auf unserem Rundgang durch das Logistikon Alpha, meine ich. Und weißt du was? Sie waren atemberaubend schön. Die vielen verschiedenen Wälder, manche satt und grün, manche so leuchtend rot wie eine lodernde Flamme. Andere gelb wie das warme Licht der Sonne. Und kein einziger sah auch nur annähernd so aus wie unser schönster Wald. Sag, sind alle Wälder des blauen Sterns derart malerisch? Was war das denn? Okay, war nichts Wichtiges. Ich dachte gerade nur. Wo war denn jetzt das Gesicht? Wäre der ganz im geilen Violett erstrahlt. Ja, der violette Wald. Oh Gott. Oh, jetzt. Was sagst du da? Oh, und ich war so stolz auf den schönsten Wald. Und jetzt schäme ich mich nur noch. Er wird niemals so prächtig sein wie die Wälder von Eteris. Oh. Jetzt wundert es mich gar nicht mehr, dass keiner auf dem Mond fliehen mag. Wie eine winzige, vertrocknete Möhre sieht er aus im Vergleich zu eurer Pracht, die Karotte vom Planet. Wir haben alles verkehrt gemacht. Ja, blöd und hässlich ist alles geworden. Aber Growing Way, es ist doch gar nicht wahr. Bitte sei versichert. Was ist das denn hier? Ich glaube, das Handy will einfach nicht laden. Dachte ich mir doch, dass mir diese Quietschstimmen bekannt vorkommen. Tankred. Mhm, hi. Da hier. Auch wieder da. Wie ist der Stand der Dinge? Ich bin davor schon mit ein paar Kisten und dergleichen zur Hand gegangen. Dabei sind wir natürlich ins Gespräch gekommen. Die letzten Tage mögen ja ganz plötzlich über uns hereingebrochen sein. Aber bei den Göttern Schalayan hat wirklich akribisch geplant und der Rat der Philosophen hat diese Sache meisterhaft im Griff. Das muss man ihnen lassen. Dementsprechend darf ich vermelden, dass die Vorbereitungen zügig voranschreiten. Trotzdem geht die Angst um, bei manchen mehr und anderen weniger. Aber ich sehe nicht ein einziges Gesicht, das völlig frei von Sorge ist. Und wen wundert das? Auf ihnen lastet die Verantwortung von einem ganzen Planeten. Gerade jetzt, wo sich die ersten Leute für den Exodus versammeln. Jeder Fehler, der dem
der den Plan ins Straucheln bringt, wird teuer bezahlt werden. Growingwell, wärst du wohl so nett und würdest dich einigen der sorgenvollen Forscher annehmen, von denen Tancred eben sprach? Ich? Was, wie soll ich ihnen denn helfen können? Das wirst du wohl erst erfahren, wenn du dich direkt mit ihnen sprichst. Hm? Es wäre eine große Erleichterung, wenn du mir auf diese Art und Weise zur Hand gehen würdest. Na gut, wenn du das sagst, OMG, dann wird es schon stimmen. Aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe, falls es ihnen danach noch schlechter geht als davor. Unsinn, das wird es schon nicht. Versuch dein Glück in dem Panik im Westen der Siedlung. In dem Park im Westen der Siedlung. Dort ist mir ein Kerl aufgefallen, der den Kopf besonders tief hat hängen lassen. Und gesäufzt hat er. Das habe ich noch nie... Das habe ich nur drei Straßen weiter gehört. Wenn ich euch dann hier entlang bitten dürfte. Forscher in Nöten. Wer seid ihr? Was auch immer es ist, ich bin mir sicher, ich werde euch nicht helfen können. Ich sei in tiefer Sorge, sagt ihr. Oh je, ich bin ja selbst schon ein unbeteiligter Passant auffällt. Werdet ihr wohl so gut und würdet uns schildern, was euch so bedrückt? Oh nun, ich bin am Bau der Arche beteiligt, müsst ihr wissen. In diesem Projekt fließt das gebündelte Wissen Shalayans. Es ist unser Opus Summum. In jeglicher Hinsicht. Um einst eine solide Grundlage zu schaffen, haben wir uns sogar an der alten Technologie der Lager bedient. Die Expedition ins All mit beständigen Regelmäßigkeiten durchführt. Und dennoch, Handy, lass es doch jetzt mal. Trotz all dem Wissen, all den Mühen und all dem Streben mangelt es uns letztendlich an praktischer Erfahrung. Wir wissen ja nicht, wie sich das Schiff verhalten wird, wenn wir uns erst in der Schwärze des Kosmos befinden. Es ist für uns das erste Mal, dass wir die Gefilde unseres Heimatplaneten verlassen. Natürlich wird der ganze Flug ausschließlich mit Fracht und Besatzung stattfinden, gänzlich ohne andere Leben zu gefährden. Aber was, wenn dabei etwas schief geht? Und was wird dann aus dem ganzen Seen werden, die auf eine Flucht zum Mond hoffen und selbst ohne jeglichen Zwischenfälle auf dem Jungfernflug ist doch längst nicht gesagt, dass alle weiteren Reisen sauber vonstatten gehen werden. Lädt das denn überhaupt auf? Ja. Angeblich tut es das. Aber auch nur angeblich. Growingwell, was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Was Nettes. Wofür genau bist du denn zuständig? Und wo drückt das Stiefelchen gerade am meisten? Nun, ich bin für die Steuerung der Schwerkraft verantwortlich. Ursprünglich hatte ich geplant, sie mittels der Raum-Zeit-Magie-Gravitas zu kontrollieren. Aber jetzt frage ich mich, ob das alleine ausreicht, um auch außerhalb unseres Planeten eine stabile Umgebung gewährleisten zu können. Oh, mit der Schwerkraft kann ich dir tatsächlich helfen, denke ich. Das Wichtigste ist, nicht in zweierlei Kategorien zu denken, der blaue Stern und das Weltall. Beide werden von denselben Naturgesetzen regiert. Nein, bitte nicht überspringen. Okay, ich muss das Handy umdrehen. Das nervt. Wenn wir das im Kopf behalten und das Problem erneut unter die Lupe nehmen, dann... Okay, jetzt fachst du im Pinsel. Mir scheint, er ist genau der richtige Ansprechpartner für dieses Problem.
Living Way, Tancred berichtete von zahlreichen Schalianen, die mit derlei Sorgen zu kämpfen haben. Wären die Lopuri dazu bereit, sich jenen Sorgen anzunehmen, idealerweise würde ich gerne eine große Versammlung einberufen, um den Austausch in den Weg zu leiten. Aber selbstverständlich, das ist eine großartige Idee. Schließlich sind wir zum Helfen hergekommen. Und ganz nebenbei bekommen wir auf diese Weise auch einen faszinierenden Einblick in eure Denkweise. Den bekommt ihr wohl. Dann würde ich dich darum bitten, alle Lopuri darüber zu informieren und zu versammeln. Und du hast du eine unzähligen Abenteuern wohl die beste Perspektive darauf, wessen sorgenvolles Gemüt für derlei Ratschläge offen ist. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du dich auf einem Rundgang durch Kleinschalayan begeben und all jene zum Park bitten würdest, die dir besonders verloren erscheinen. Werde sie meinerseits in Empfang nehmen und an dem für jeweiliges den für ihr jeweiliges Problem geeigneten Lopurit weiterweisen. Dann hopse ich gleich auf den Weg und schleppe alle zum Park. In ihren Löffeln, wenn es sein muss. Aber fang den Spaß ja nicht ohne mich an. Das sind halt so mega nervige Aufgaben. Am schlimmsten ist einfach, warum setzt man sich immer automatisch ab? Kann man nicht einfach mal auf seinem Reittier draufbleiben? Das würde so viel Zeit und Mühen ersparen. Würde manches deutlich vereinfachen. Enthusiastische Wissenschaftlerin, na die eher weniger. So, Nummer 3. Ja, so mit den Kollegen garantiert nicht. Der wahrscheinlich auch nicht. Oh, doch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wäre eigentlich nur die Spur jetzt noch. Glaube ich auch nicht. Gut.
Also ich mache jetzt auch, glaube ich, nur noch diese eine Quest. Weil ich muss gleich wirklich das Abendessen vorbereiten. Wenn ich früh hier ist, fährt so in einer halben Stunde los. Und ich will zumindest alles so weit vorbereitet haben, dass ich dann nur noch ein paar kleine Handgriffe machen muss. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich so das Letzte sein, das wir jetzt machen. Gewöhnte Angestellter. Kack-Handy. Nehme ich die jetzt von der Ladung wieder runter. Jetzt bin ich auf dem Keks. Oh Gott, wir brauchen nur noch einen. Und wir finden mal den einen. Ich glaube zwar nicht, dass dies ist. Ja. Hier halt vielleicht. Ne. Ja, gut. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger. Hier hinten haben wir noch den Summenden. Ja, wo ist denn hier noch jemand? Da hinten. Da ist noch jemand. Oh, bitte lass es du sein. Wie gesagt, ich will nur noch schnell den Auftrag abgeben und danach ist Feierabend. Dann schaue ich mal, ob ich morgen vielleicht spontan streamen oder ansonsten Sonntag. Ah, bist du zurückgekehrt? Jetzt hast du nur um die Früchte deiner Arbeit zu bauen, ne? Ja. Komm, ich überspringe hier immer mal. Nicht ganz so viel Zeit. Bitte sag, dass geredet wird. Ich brauche eine Pause. Bei allen Möhren, noch nie in meinem Leben habe ich so viel reden müssen. Na, hier geht's aber lebhaft zu. Schön.
Die ganze Stadt ist in heller Aufregung wegen der Helfer vom Mond. Dafür solltet ihr am besten mit Sleeping Way hier sprechen. Er ist der dedizierte Pilot des Mondes. Wie schnell er sich all eure Namen gemerkt hat und über eure Fähigkeiten und Rollen Bescheid weiß. Nachdem ihr Marela Mentorum verlassen habt, haben wir uns lange mit Orion G. unterhalten. Er hat uns unzählige spannende Fakten über Aetheris erzählt und ist geduldig auf unseren gigantischen Berg von Fragen eingegangen. Mein Buch mit Informationen und Geschichten über euren Planeten ist inzwischen randvoll. Und jetzt, wo ich selbst Pfote auf Aetheris gesetzt habe, gibt es trotzdem noch so viele Dinge, die mich überraschen, erstaunen und entzücken. Wäre Orion G nicht gewesen, hätten wir endlos auf dem Mond gewartet. Wenn man nur den alten Orion G kennt und ihn jetzt sähe, würde man aus dem Staunen vermutlich gar nicht mehr herauskommen. Und aus dem Schmunzeln auch nicht. Kannst du dir die Gesichter von Louisois, Minfilia oder Papa Limo vorstellen? Und natürlich... Hallo zusammen. Wir haben gehört, dass dies hier die richtige Anlaufstelle für Fragen aller Art ist. Hätte man ein wenig Zeit für uns? Wilfsohn und Blue Vida. Das sind die wohl berühmtesten Forscher auf dem Gebiet der Transportmagie. Und darüber hinaus Moonbridas Eltern. Was für eine Freude euch... Ich meine, es ist so lange her. Ich wusste nicht, dass ihr... Nein, nein, wir leben schon seit geraumer Zeit hier, seit wir ins Labyrinthos berufen wurden. Aber dass wir dich hier treffen, das hätten wir nicht gedacht. Also wirklich, Orion G., einen einzigen Brief hast du geschrieben, als unsere Tochter gestorben ist. Und seither hast du gar nichts mehr von dir hören lassen. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Es tut mir so furchtbar leid. Ich wusste, ich hätte es euch persönlich. Aber ich... Moonbrida, sie... Moonbrida war fürchterlich enttäuscht, dass Meister Louisois sie nicht nach Eorzea mitgenommen hatte. Als du sie zu dir gerufen hast, im Namen des Bundes der Morgenröte, hat sie gestrahlt wie die Sonne selbst. Alles, was geschehen ist, die Entscheidungen, die sie traf, sie folgte dem Ruf ihres Herzens, da sei dir gewiss. Du musst aufhören, dir selbst die Schuld zu geben, Orion G. Sei lieber stolz auf unser tapferes, starkes Mädchen. Es gibt nur eine Sache, wegen der ich dir ernsthaft böse sein könnte. Dass du nicht bei uns warst, um gemeinsam um sie zu trauern. Als wir deinen Brief erhielten, kaum lesen konnten wir ihn, so sehr muss deine Hand beim Schreiben gezittert haben, und sonst gar nichts von dir hörten. Da haben wir auch um dich geweint, Orion G. Es tut mir so leid. So entsetzlich leid. Ich fand einfach keine Worte. Für nichts, was ich empfand. Auch nicht für die Erinnerungen, die mich überkamen.
All das Wissen, das ich mir aneignete, die Poesie, die ich verinnerlicht hatte. Unbedeutend, machtlos bei dem Gott. Ich fühlte mich so ohnmächtig. Dummerchen, denkst du, uns ist es anders ergangen? Kein Wort brachten wir heraus. Da war nur diese tiefe, tiefe Trauer um unser Mädchen. Wir verstehen, wie es dir ergangen ist. Wirklich. Ich erinnere mich gut daran, als du noch jung warst. Ein Mädchen hat dich ständig gehänselt, weil du die Nase lieber in Bücher gesteckt hast, anstatt mit ihm zu spielen. Und jedes Mal, wenn sie garstig zu dir war, hat sich Moonbreeder auf sie gestürzt und sie haben gerauft. Unser Töchterchen davon abzubringen war ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, Orianger ist ein lieber Kerl, hat sie protestiert. Und was haben wir geschimpft? Dann solle sie sich lieber um dich kümmern, anstatt mit dem Mädchen zu raufen. Ich sehe sie heute noch vor mir. Die Arme vor der Brust verschränkt, die Stirn in Falten gelegt und ganz krummelig dachte sie darüber nach. Seither wart ihr beiden unzertrennlich. Sie hat dich überall hin mitgeschliffen, ob du wolltest oder nicht. Und sie hat exakt die Bücher gelesen, die du auch gelesen hast, um dir eine bessere Freundin zu sein. Vermutlich ist sie dir damals mit ihrer Klammerei ziemlich auf den Geist gegangen. Aber es war ihre Art, sich um dich zu bemühen, dich zu beschützen. Und jetzt schau dich nur an. Das Zentrum der Aufmerksamkeit. Nun hilfst du selbst, Bande zu schmieden. Das zu sehen, es gibt kaum etwas Schöneres für uns. Der Junge, in dem unsere Moonbreeder etwas Besonderes erkannt hat, um den sie sich stets so sehr bemüht hat, ihn mit all ihrer Kraft unterstützt hat. Schau, was aus ihm geworden ist. Wenn ich dich heute so sehe, dann fühle ich mich meinem Mädchen entsetzlich nah. Wir sind so, so stolz auf dich, Orianger. Endlich erinnere ich mich auch wieder. An ihr warmes, ansteckendes Lächeln. Nicht der kleinste Funke von Traurigkeit. Diese Person muss sehr wichtig für Orianger gewesen sein. Fasziniert dich das? Nein, nein. Es zeigt mir nur, dass es noch so vieles gibt, was ich nicht kenne und verstehe. Mach dir nichts draus. Ich lebe seit meiner Geburt auf diesem Planeten. Und selbst für mich gibt es noch so viel, was ich nicht verstehe. Und Dinge, die ich verpasst habe. Deshalb kommt dieses Ende auch viel zu früh. Oh yeah. Was für ein trauriges Wiedersehen, sag ich mal. So, gehen wir aber noch kurz ab. Es geht schon wieder, danke. Tatsächlich bin ich unendlich erleichtert, endlich mit Bluvida und Wilfsohn gesprochen zu haben. Das hätte ich schon vor langer Zeit tun sollen. Da wieder was abgeschlossen. Ah, jetzt wählen wir noch einmal kurz die Hühchen aus.
Scheint wohl im Inventargelände zu sein. Ja. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Mal, okay. Immer noch 88. Hier ist wahrscheinlich so lange, bis wir die letzten Ausrüstungsstücke haben. Und ja, eventuell dann halt morgen weiter. Logge ich mich aus. Na komm. Ich glaube, ich werde vom Abend erst sowieso nicht mehr spielen und wahrscheinlich vom Morgen sowieso nicht. Deswegen machen wir das mal so.